Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte Ihnen mal zeigen, wie man einen Screenshot auf einem PC oder auf einem Handy machen kann. Ja, da habe ich den Wikipedia-Artikel und da kann man schön einmal sehen, was überhaupt ein Screenshot ist. Eine Abbildung von einer ganzen Seite von all dem, was du auf deinem Bildschirm, sei es jetzt am Smartphone wie hier rechts oder auf einem PC-Bildschirm sehen kannst. Andere Ausdrücke haben wir hier noch: Bildschirmabzug, weniger gebräuchlich, glaube ich, heute, Bildschirmkopie, Snapshot, ja, Bildschirmfoto. Und wie das geht, könnte man, wenn man hier weiter runterblättert, dann vielleicht etwas ausführlicher bei Wikipedia sehen. Wie man das aber ganz konkret an einem praktischen Beispiel zeigt, werde ich dir jetzt hier darstellen. Auf der rechten Seite habe ich dir eine Abbildung hineingegeben von einem Smartphone aus einem vorgehenden Video von mir. Und da geht es, wenn man es am Smartphone macht, eigentlich nur darum, zwei Tasten gleichzeitig zu drücken. Beim Apple iPhone drückt man die Ein-Aus-Taste und dann noch die Home-Taste. Und bei einem Android-Handy wie zum Beispiel Samsung drückt man die Ein-Aus-Taste und dann die Lautstärke-Leiser-Taste gleichzeitig. Dann wird dann ein Foto quasi gemacht von dem, was man auf dem Bildschirm gerade sieht und wird dann unter Fotos dann unter deinen Mediendateien gespeichert. Und von dort aus kannst du es dann zum Beispiel per WhatsApp oder andere Möglichkeiten dann weitergeben, Gmail zum Beispiel. Dann kannst du es dort dann weiterreichen oder auch bearbeiten. Am PC schaut es ein bisschen anders aus. Wenn ich jetzt hier eine Abbildung von einer Tastatur zeige, dann geht es darum, dass man hier mehrere Tasten natürlich hat und daher oben in der Regel ist immer eine Drucktaste. Bei mir auf meinem PC steht zum Beispiel Drucken, es gibt auch S-Abfrage. Und wenn du da drauf drückst, wird dann nicht irgendwie ein Dokument dann an deinen Drucker geschickt, sondern es wird dann eine Kopie von dem Bildschirm, den du gerade sehen kannst, alles, was du auf deinem Monitor sehen kannst, dann gemacht. Und es landet in der Zwischenablage. Das heißt, wenn du da drauf drückst, passiert einmal nicht viel, sondern es wird einfach nur zwischengespeichert. Und was kannst du jetzt machen? Ich drücke jetzt bei mir mal auf meiner Tastatur auf Drucken. Es ist mal nichts passiert, aber wenn ich jetzt hier in ein Online-Programm gehe, wie hier zum Beispiel Word Online, und die Steuerungstaste drücke und dann noch die Vogel V-Taste, die V-Taste, dann wird hier der Bildschirm, die Bildschirm-Hardcopy von meinen beiden Monitoren, deswegen dauert es ein bisschen länger, auch weil es online ist, hier gespeichert. Das sind diese beiden Monitore. Wenn ich jetzt die rechte Maustaste wähle in dem Deckseitungsprogramm, dann auf Zuschneiden gehe, kann ich hier die äußeren Anfasser nehmen, wähle sie hier, gehe hier hinein, unten zum Beispiel auch und oben, drücke dann daneben, dann wird es verändert, wird es recht klein, das kann ich hier aus, wenn ich es mir auswähle mit der linken Maustaste größer ziehen und habe dann hier diesen Ausschnitt und den könnte ich dann zum Beispiel weitergeben, weiter verschicken als PDF speichern. Genauso geht es hier bei Google Docs im Google Drive Angebot. Wenn ich hier die Steuerungstaste drücke und die Vogel V-Taste drücke, dann erscheint hier wieder hier diese Zwischenablage. Ich könnte hier wieder mit rechter Maustaste kann ich hier Bild zuschneiden wählen und könnte dementsprechend das hier dann so zuschneiden. Ja. Und so kann man das dann verändern. Wenn ich jetzt daneben klicke, beziehungsweise hier bei Google Docs ist es Enter drücke, wird das dementsprechend dann zugeschnitten. Ich kann das aber auch bei Word machen. Wenn ich hier also die Word-Offline-Variante habe, also mein normales Word auf meinem PC, dann drücke ich hier wiederum Steuerungstaste V und es wird hier eingefügt, rechte Maustaste zuschneiden, ähnlich wie in der Online-Variante, wenn du dich erinnerst. Dann gehe ich hierher und kann das Ganze dann auch zuschneiden. Ja. Hab das hier und kann das dann hier dann auch wieder größer ziehen und könnte das dann zum Beispiel als PDF abspeichern und dann zum Beispiel versenden oder überhaupt diese Datei vielleicht gleich in ein E-Mail-Programm einfügen mit Steuerungstaste V und dann weiterleiten. Ja, ich hoffe, dir haben die Tipps rund um Bildschirm-Hardcopy und Screenshot geholfen und wir sehen uns sicherlich wieder bei einem nächsten Video.